Ja, Kohlbacher, zentrales Thema. Ja, ich glaube, dass die Schwächen nicht mehr in der Form ausgebügelt werden. Oh, David Spätz. Aber da hat eben dann schon Landin viele Freie weggenommen. Sag mal, lassen wir den Namen jetzt außen vor. Oh. Lass uns lieber über David Spätz sprechen. Auf der Kieler Bank. Da geht es wahrscheinlich um was anderes. Okay. Gute Option, stabile Option. Jannik Kohlbacher am Kreis. Ja. Macht es richtig gut. Wirkwa steht bei 31% Fangquote über die Saison hinweg. Belassen hat deutlich weniger natürlich gespielt. Er ist bei 35% sogar. Also ich sag dir mal eins, in Paris gewinnt der Kiel das Spiel, weil er die letzten 10 Minuten in Klassen zunagelt. Wichtig, Erfolgserlebnis für Juri Knorr. Immer nur auf Landin und Sargosen hinzuweisen. Aus meiner Sicht erklärt das nicht alles, was da im Moment bei Kiel passiert. Und wenn du so einen im Tor hast, dann brauchst du gar nichts mehr erklären. Wie zum Beispiel im Auswärtsspiel bei Hellestad, glaube ich. Stark gespielt. Und Mirkwa? Drei, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und er will es jetzt an sich reißen. Du siehst es in jedem Moment. Er will Verantwortung übernehmen. Das ist eine super Bewegung von Kirkelöcke. Und da gehst du besser mal in Deckung. Nicht Weltklasse von Winzek. Ja, er spielt immer mit vollem Einsatz. José Schäfer hat auch noch mal eine abbekommen. Platz. Dann muss er drei Angriffe raus. Ja, ich glaube, er kriegt den Ball über die Linie. Oh, da ist es, das Tempospiel. Genau. Hast du es gesehen? Ja. Eine Menge für dieses erste Drittel sozusagen. Oh, da steht aber im Kreis. Richtig, aber wenn die Löwen lösen könnten und lösen würden, dann ist es schon auch cleverer spielen. Robert Dubniak ist einfach so, er wird auch nicht jünger. Pekeler war verdammt lange verletzt. Das stimmt. Kannst es natürlich auch dann auch individuell immer wieder erklären beim einen oder anderen, aber sie müssten Selbstvertrauen haben. Guck mal, wie stabil dieses Selbstvertrauen ist. Und das ist genau das, was die Löwen brauchen. Genau. Steigern müssen, um die Löwen zurückzuführen in die Erfolgsspur. Ja, da war Spät schon wieder dran. Macht sein Löwen klar. Leute, hier geht noch was. Und da sind es plötzlich nur noch drei. Überragender Start von Spät in diese zweite Hälfte. Ja, Kirkelöke. Da sind es wieder nur noch drei. Zacharias. 1 gegen 1, wie zum Beispiel der SC Magdeburg, sondern eher über ihre Rückraumkraft. Wahnsinn, Spät. Wir wissen ja, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Ui, 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 ui. Lebenszeichen von Juri Knorr. Und wenn du dann auf die Reaktion guckst, unten auf der Kieler Bank, alle schütteln den Kopf. Ja, gut. Hast du auch den Eindruck, dass Knorr sein Spiel etwas umgestellt hat jetzt? Er ist schneller. Er ist nicht mehr so aus dem Stand. Er kommt mit mehr Schwung. Super. Oh, Sensationspass auf Winzek von Reinkind. Abschluss natürlich auch top. Das Spiel wird qualitativ hochwertiger. War Davidson noch gar nicht so weit. Jetzt geht es besser für Lindenkrone. Letzten 10, 15 Minuten. Da macht er, glaube ich, 6 von 6 oder 5 von 5. Aber was für Granaten er da abfeuert. Aber das werden sie nicht mehr drehen können. Der Weg die Füchse. Ist das jetzt gut für euch, dass die Kieler sich heute hier berappeln? Ja. Auch was bewirkt, finde ich. Ja. Echt viele gute Aktionen gehabt. Jetzt sind sie ein bisschen passiv gegen Juri. Das ist nicht strategisch. Philipp Biecher hat nach dem Spiel in Hannover gesagt, dass einige Spieler. Das ist auch nicht so, dass das ungefährlich war. Heute.
Löwen müssen jetzt nach Flensburg. Manchen Gruppen. Finde ich übrigens erstaunlich. Hier hat sich die Halle fast komplett erhoben. Obwohl die Rhein-Neckar-Löwen im Grunde chancenlos waren. Das ist mal Eckberg gegen Spätz. Ja. Entspanntes Lächeln von Niklas Eckberg.